Schlimmes, ja, und es wird noch schlimmer werden. Unsere Prognosen haben sich bewahrheitet. Es ist der Milchsee eingetreten, den wir erwartet haben. Wir brauchen Instrumente mit Durchgriffsrecht, dass wir die Bauern auch notfalls zwingen können, weniger Milch zu produzieren, wenn es der Markt nicht aufnehmen kann. Herr Schinken, sehr geehrter Kommissar, das Ende der Milchquote hat zu einem dramatischen Milchpreisverlust in ganz Europa geführt. Die Produktion wurde stark ausgeweitet, ohne dass der Markt diese Menge zu vernünftigen Bedingungen aufnehmen konnte. Unter diesen Rahmenbedingungen gibt es keine Perspektive. Wir fordern Sie daher auf, alle Bemühungen zu unterstützen, die eine Reduzierung der Milchproduktion bewirken. Es macht keinen Sinn, Gelder für Export oder Einlagerungen zu verwenden, da dies das Marktungleichgewicht und damit die niedrigen Preise nur verlängern. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, dass man den Markt wieder in ein Gleichgewicht bringt und damit sich die Preise stabilisieren bzw. wieder steigen können? Es macht keinen Sinn, irgendwie auf bäuerlicher Ebene, auf freiwilliger Basis da einen Versuch zu starten. Die Organisationen oben, die diesen Überschuss und diesen Hunger nach Überschüssen auch fördern, beraten, uns dahingehend verführen, uns dahingehend bilden, uns Bauern und Bäuerinnen, dass ja nur Milch da ist. Die österreichischen Molkereien sehen ihre Aufgabe, die Milch, die angeliefert wird, bestmöglich zu verarbeiten. Das ist die Hauptaufgabe. Das ist auch im letzten Jahr, wo der Markt sehr schwierig ist. Ich erinnere an Russland. China funktioniert nicht mehr so gut. Ja, und die ganze Weltwirtschaft aufgrund der Rohstoffpreise ist es so, dass wir versuchen, die Milch bestmöglich zu verarbeiten, sowohl im Inland als auch im Ausland. Gibt es da jetzt eine konkrete Aussage oder nicht? Oder wüsst, dass Urmilch da ist und hast du die Angst, dass andere Märkte, wie du uns das letzte Mal persönlich gesagt hast, dass wir dann Märkte verlieren und dass die Holländer und die Dänen und die Neuseeländer unseren Platz besetzen wollen, wie weniger liefern. Ist das so oder ist das nicht so? Wir sind natürlich gefordert, unter den neuen Voraussetzungen unsere Position zu halten. Raiffeisen hat im österreichischen Parlament Clubstärke, die da nicht auf der richtigen Adresse sind, wenn das nicht endlich einmal sichtbar wird, wie wir da vor den Korn gespannt werden, wie wir da eigentlich missbraucht und benutzt werden, das finde ich einfach ungeheuerlich und darum sieht man den Respekt oder die Angst und darum möchte ich es auch nicht haben, dass wir da stehen. Aber das sehr was Scheinheiliges eigentlich, oder? Diese Dreifaltigkeit von Bauernbund, Raiffeisen und Landwirtschaftskammer. Ja, man könnte es auch scheinheilig nennen. Es ist ein bisschen abgewandt von der Dreifaltigkeit. Warum wir den Begriff Dreifaltigkeit gewählt haben? Uns ist bei der Recherche aufgefallen, dass es enge Verbindungen gibt zwischen ÖVP Bauernbund als politische Vertretung, zwischen den Landwirtschaftskammern und der Genossenschaftsbewegung. Und dann haben wir immer wieder gehört, die These, naja, die ÖVP gehört Raiffeisen oder umgekehrt, Raiffeisen gehört der ÖVP. Wir glauben, keine dieser beiden Thesen stimmt, sondern haben das Bild von den kommunizierenden Gefäßen geprägt.
Das heißt, wenn der eine für die Interessen des anderen eintreten kann, dann wird es tun. Aber bei diesen Interessen, so wie wir heute sehen, sind die Interessen der Bauern, derer, die die Milch produzieren, nicht berücksichtigt. So bedauert, dass der chinesische Markt nicht mehr funktioniert. Da gibt es vorher noch einen anderen Schritt, noch einen viel wesentlich wichtigeren. Und zwar die Antwort auf die Frage, ist es günstig, dass man Lebensmittel rund um die halbe Welt transportiert? Das ist es natürlich nicht. Ja? Und diese Aspekte... Aber